Hallo und herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Beim letzten Mal sind wir im großen Schloss der letzten Welt angekommen, aber bevor wir da hingehen, gehen wir nochmal in Welt 7, denn Kid X hat mir mal wieder geschrieben, wie ich den geheimen Ausgang bekommen kann, der zum grünen Pilzhaus führt. Er hat gesagt, ich muss in Welt 7-4 die ganze Zeit nach oben springen und mich dabei links halten und wir müssen dafür klein sein. Umso cooler, dass wir den letzten Part in klein beendet haben. Das erspart uns ganz schön viel Arbeit. Er meinte, es kommt dann ein Block mit Flügeln, ein Fragezeichenblock, und ab da erklärt sich alles von selbst. Ich denke mal, er wird da nicht lügen oder sowas. Und wir gucken einfach mal. Und ich weiß auch, warum wir beim letzten Mal hier nichts gefunden haben. Das war diese Welt, die wir an den Part rangehangen haben, damit das nicht zu kurz ist. Das kommt davon. Da macht man mal sowas und schon Pech gehabt. Ah, da ist der Block. Sehr schön. Ja gut, okay. Das erklärt sich tatsächlich von selbst. Ich muss nur noch hochspringen. Ah, super. Sehr gut, perfekt. Das erklärt sich tatsächlich komplett von alleine. Und jetzt ist hier einfach nur der Ausgang oder was? Tatsache. Schön, gut, das gefällt mir gut. Vielen Dank, Kid X, ich bin echt froh, dass du zuguckst und immer genau weißt, was mir fehlt und wo es das gibt. Das ist eine sehr große Hilfe. Und ich würde sagen, jetzt sind wir doch bereit, um das große Schloss zu machen. Was anderes bleibt uns eh nicht übrig. Wow, der Weg geht... Wow, da überspringt man mindestens zwei Welten, das ist ja cool. Krass, sehr schön. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem in das letzte große Schloss der letzten Welt. Klingt doch schon mal ganz gut. Und was anderes können wir eh nicht tun, außer vielleicht Münzen ausgeben, um Schilder wegzumachen. Aber da habe ich keine Lust drauf. Ich will lieber den Boss rocken. Welt 8 war trickreich, ich glaube aber... Moment, dieser Block tauscht das, genau, der tauscht die Pfade, auf denen die Plattformen sind. Ich glaube aber, man kann das Schloss relativ gut austricksen, da wir klein sind. Normalerweise ist die Münze schon mal weitaus bescheidener zu erreichen, aber so ist das ganz angenehm. So, ich bin dafür, wir überspringen jetzt einfach das gesamte Schloss und packen einfach die Münzen rein. Sehr schön. Ich darf jetzt nur nicht in den Feuerball krachen. Oh Mist, das ist blöde getimt, glaube ich. Na, es ging. Es war mir zwar auch eine ganze Spur zu knapp, aber es war im Machbaren. Und hier möchte ich es, glaube ich, unten haben. Da kommt ein Feuerball. Der ist auch ganz schön blöde getimt. Ein Glück, dass wir klein sind. Boah, das wäre ganz schön böse ausgegangen. Aber ich glaube, ich möchte das doch nicht in klein... Ah, sehr schön. Machen. Alleine schon wegen dem Boss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich warte hier, bis sie wieder quer stehen. Das ist mir weit sicherer. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und ich glaube, ich... Moment. Der Feuerball ist sehr fies platziert. Dann gibt es hier bestimmt die letzte Münze. Huch. Danke. Oh mein Gott. Oh. Aha. Plattform. Kleine sich bewegende Plattform. Danke. Oh Gott, das war schon wieder viel zu knapp. Mhm. Gut, wir gehen einfach mal kurz. Ist hier noch irgendwo ein kleiner Block mit einer Feuerblume drin? Nee. Moment, ist hier vielleicht noch? Gut, dann eben nicht. Dann gehen wir jetzt da rein und rocken den Boss. Was soll's? Mir doch egal. Und ich glaube, so viel sollte hier eh nicht passieren. Wir haben doch eigentlich... Genau, Baby Bowser. Und den müssen wir, glaube ich, nur überspringen. Oh, Moment. Nein, was ist denn jetzt? Ach, na, Hallöchen. Dich haben wir ja lange nicht gesehen. Kann ich dich verletzen? Nein, kann ich nicht. Dann warten wir eben mit, diesem da. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe, ohne getroffen zu werden. Wow. Und das war der unglaublich komplexe Boss. Da haben wir ihn zerlegt. So muss das sein. So, und jetzt, endlich. Na, gib uns Peach. Hey! Na, dann eben nicht. Jetzt kommt der unglaubliche Plot-Twist im Spiel. Es gibt einen weiteren Weg. Wie blöd. Und es gibt natürlich noch weitere Welten. 1, 2, 3, 4. Und noch ein kleines Schloss. Und der Weg geht noch weiter, wie man sieht. Ist das nicht fantastisch? Ja, ich finde auch, dass es das nicht ist. Gut, wir speichern mal. Das ist ja fantastisch. Ich denke mal, wir machen noch eine Welt. Das sollten wir hinkriegen. So von der Länge her, vielleicht sogar zwei, wer weiß. Und wir schauen mal, was hier auf uns wartet. Welt 8, 5. Oh Mann. Das sieht unglaublich spaßig aus. So, was haben wir... Oh! Damit ist das vielleicht tatsächlich spaßig. Ha! Vielleicht kriegen wir jetzt sogar noch die Leben zusammen. Oh Gott, ich habe hier schon gehofft, dass wir das nicht aus Versehen komplett zerstampfen. Und dass die nicht komplett in sich zusammen... Krachen hätte ich nicht gedacht. Oh, man macht diese Dinger also kaputt, wenn man als Großer draufsteht. Das ist ziemlich blöd. Na, das habe ich nicht gewusst. Okay, dann machen wir das nochmal regulär. Toll, die letzte Welt gibt uns so einen Block und dann ist das eine Falle. Das kann ich ja leiden. Mal gucken. Ah, sehr schön. Und ich glaube, diese wackelnden Plattformen haben wir hier zum ersten Mal. Und ich fand es jetzt gerade ziemlich frech von der Welt, dass sie uns quasi unser Power-Up so gemobst hat.
Ist hier noch was drin? Nö. Achso, doch, schon. Aber es war nichts Sinnvolles. Okay, das war unsere erste Münze. Ich glaube, ich möchte... Ich wollte sagen, ich glaube, ich möchte, dass du mir das Leben gibst, was hier drin ist. Ja, aber schau's lieber in der Lava. Die Lava hat eh noch kein Leben bekommen bis jetzt. Außer einmal unseres, das hat sie uns einfach genommen. Mist. Naja, was soll's. Wir haben, glaube ich, eh noch nicht so viel verpasst. Der Weg sieht auch bis jetzt unglaublich einfach aus. Also, ich möchte es nicht verschreien, ja? Aber es sieht im Moment zumindest machbar aus. Okay, das war die zweite. Aha, solange hier immer so viele Feuerbälle rausspringen, habe ich da überhaupt keinen Bock drauf. Sehr gut, perfekt. Kein Power-Up für uns, schade. Ich frage mich, warum die ganzen Gegner diese Plattform nicht kaputt machen, obwohl die da drauf rumlatschen. Ich meine, die können doch nicht so viel, ouch, mehr wiegen als wir. Weniger wiegen, meine ich natürlich. Das war die dritte Münze, perfekt. Ging eigentlich auch relativ flockig und das ist sogar schon das Ende. Na, ich denke, da kriegen wir noch eine Welt hin. Außerdem müssen wir ja noch Leben sammeln. Wir haben jetzt nur 96, da fehlen noch drei. Okay, und in drei Münzen haben wir noch ein Leben mehr, dann fehlen also nur... Ah, okay, gut. Wir machen auf jeden Fall einfach noch die nächste Welt, das wird schon nicht so schlimm sein. Hoffe ich mal. Und dann sind wir, glaube ich, im nächsten Part dann bei der kleinen Burg. Das ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Lava steigt. Das ist eigentlich ganz recht angenehm, wollte ich sagen. So, das war unser Leben. Den Panzer nehme ich mal noch ein bisschen mit. Okay. Oh Mist, ich möchte da hin. Warte mal, kann ich da rein? Schießt du mich da rein? Das ist super geil. Perfekt. Solche Welten finde ich eigentlich ziemlich gut. Die sind irgendwie ziemlich mindfuck, aber ich mag die. Ach, oh, sehr gut, ne Ersatzdings. Also eine Ersatzblume. Mega schön. Okay, und das ist sehr... Oh mein Gott, die Lava steckt mir zu schnell. Oh oh. Okay, 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 okay. Lava ist natürlich immer noch ein One-Hit-K.O. Das kann ich so nicht gutheißen. Schön. Aber bisher ist es noch im durchaus gut machbaren Bereich. Das ist fies. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da hoch. Sehr gut. Vorsicht. Gut. Durchgemogelt. Ich wollte nur nicht nochmal nach unten. Nicht, dass da die Lava so schnell steigt, dann hätten wir Leben verloren. Das wäre ziemlich ärgerlich gewesen. Aber wir haben auf jeden Fall wieder alle Münzen. Das ist fantastisch. Dafür, dass die Welten eigentlich die schwersten sind, läuft es erschreckend gut. Oh, was ist denn... Ist das etwa ein geheimer Ausgang? Moment, nee, was ist denn das? Ist hier links was? Auch nicht. Moment, für was ist das denn da? Oder kommen wir an die Spitze? Oh, Moment, wir kommen vielleicht einfach wirklich an die Spitze. Okay, schade, ich habe gedacht, wir können jetzt irgendwie hier total die Special-Sachen machen. Aber das war es leider nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, wir haben... alles gefunden, was wir bisher finden konnten. Ich schau mal kurz, kann man die Map nicht irgendwie bewegen? Oben, dass ich da mich umsehen kann? Nee, anscheinend nicht. Gut, ich zeig mal kurz den unteren Bildschirm. Wir sehen dort auf jeden Fall ein kleines Schloss, ein zweites. Das ist das, wo wir jetzt auch eh gerade davor stehen quasi. Das schaffen wir im nächsten Part, denke ich. Und wir sehen dann auch noch ein grünes Schloss. Was könnte das bedeuten? Ich würde sagen, das kündigt das große Finale an. Das heißt, der nächste Part ist wahrscheinlich der vorletzte, den es gibt. Und dann kommt nur noch einer. Das ist irgendwie cool. Aber ich würde sagen, bevor wir an die Zukunft denken, denken wir mal an jetzt. Und jetzt machen wir Schluss. Und in diesem Sinne... bis zum nächsten Mal, wenn wir das zweite kleine Schloss machen und damit das wirklich letzte kleine Schloss. Euer Elig. Bye.